Säbelrasseln, bewaffnete Reiterstaffeln, klagende Frauen und ein Held. Pirna befindet sich mitten im Krieg, im 30-jährigen Krieg. Das Stück ist tatsächlich auch vom Geschichtsverein noch einmal durch den Mangel genommen worden und für richtig befunden worden. Und das findet man gut und das muss man erhalten irgendwie. Wir wissen zwar auch noch nicht, wie lange, aber geben uns die größte Mühe. Rainer Borich führt nun schon zum 13. Mal Regie bei dem Historienschauspiel Der Retter. Das Stück wird seit 2000 wieder jedes Jahr auf dem Marktplatz in Pirna aufgeführt. In traditionellen Kostümen und ausschließlich mit Laiendarstellern. Dafür wird regelmäßig geprobt. In diesem Sommer schlüpfen 6 neue Schauspieler in die Rollen der Pirner Bevölkerung im Jahr 1639, als der Apotheker Jakobär die Stadt vor der Vernichtung rettete. Neue sind eingestiegen, zum Beispiel gravierend war der Feldmarschall Banner, der mit seinem Pferd und geritten kam. Und das kann man so schnell nie ersetzen. Aber da mogeln wir dieses Jahr ein bisschen. Aber das will ich mal noch nicht verraten. Vielleicht merkt es der eine oder andere gar nicht. Der schwedische General Barnier, der Pirna in Schutt und Asche legen wollte, wird in diesem Jahr von Frank Paperitz gespielt. Seine Tochter ist aber auch in eine Rolle geschlüpft und blüht als Nachwuchstalent richtig auf. Also ich freue mich auf die Aufführung. Das Lampenfieber kommt erst kurz vorher. Ich habe ja schon mal mitgemacht und ich weiß, wie das alles klappt und so mit Kostüm und so. Ja, freue ich mich drauf. Dass ihr Vater den Bösewicht spielt und sie eine liebe Bauerntochter, das stört die 13-Jährige gar nicht. Beide üben sogar fleißig gemeinsam zu Hause. Insgesamt spielen bei den beiden Aufführungen am 7. und 8. September 90 Pirnaer mit. Manche sind bereits seit vielen Jahren dabei. Ich habe als Fechter angefangen, bin dann in die Wachtmeisterrolle geschlüpft und habe innerhalb der Wachtmeisterrollen, da gibt es 4 Stück, jetzt auch mittlerweile schon mal gewechselt. 3 Monate vor den Aufführungen beginnen die regelmäßigen Proben, einmal in der Woche. Und wenn auch Sie gern mal in eine andere Rolle schlüpfen wollen und Ihr Schauspieltalent nicht länger verstecken wollen, sind Sie herzlich eingeladen und sogar erwünscht, um künftig beim Heimatspiel der Ritter mitzuwirken. Wir brauchen immer Nachwuchs, jederzeit und gerne. In jedem Alter, jedes Geschlecht und wenn es geht, sogar noch ein bisschen singen können. Aber das ist keine Voraussetzung, das wäre nur super, wenn das so wäre. Natürlich gehört zu einem Theaterstück auch eine Soufflöse, die Retterin in der Not, wenn ein Schauspieler einmal seinen Text vergessen hat. Melita Gur flüstert ihnen seit 8 Jahren die vergessenen Wörter zu und man merkt, ihr Herz hängt an dieser Inszenierung. Meine ganze Familie spielt mit. Mein Mann ist Wachtmeister. Meine beiden Töchter spielen einmal die Böhmchen, einmal die Christa und das Enkelkind spielt bei den Kindern mit. Und als die Soufflöse ausgefallen war, hatte der Borich mich angesprochen, ob ich nicht da einsteigen wollte, weil ich sowieso immer mit dabei war durch die Kostüme. Der Ritter wird am Wochenende des 7. und 8. September auf dem Marktplatz in Pirna aufgeführt, am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Und wir drücken die Daumen, dass keine Fehler passieren, wie sie in der Vergangenheit schon 1 bis 2 Mal vorkamen. Eine große Panne hatten wir mal, dass jemand anfangen wollte zu sprechen und der Stiftzahn rausfällt. Das war natürlich sehr schwierig und hat sich aber schnell wieder gefangen. Aber so Sprecher, wenn der Jakobär sagt, noch knittern meine Knie, sagt er, noch knittern meine Ziehe und solches, das ist halt dann einfach mal lustig. Jetzt, Kameraden, singt ein Lied, recht froh und frei zum Abschied, denn morgen geht's ins Böhmerland. Morgen, wenn die Trommel dröhnen, Kamerad, dann greift zur Wehr, wollt ihr ruhig länger.